Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch wieder eine neue Baby-Gesichtscreme für mein Gesicht, für meine Ü50, 54 Jahre alte Haut testen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich diesmal eine neue Creme auf meinem Gesicht finde und welche Firma hier bei mir heute Einzug halten darf, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe mir ausgesucht die Penaten-Pflegecreme Gesicht und Körper. Und was da genau draufsteht, werde ich euch einmal verraten. Die kostet um die 4-5 Euro, ich weiß nicht mehr ganz genau. Das habe ich meiner Tochter geschenkt. Ihr erinnert euch, wenn ihr meine Vlogs guckt, habe ich euch die in einem Haul gezeigt. Die habe ich damals bei Penny oder bei Edeka gekauft, bin ich mir ganz sicher. Die gibt es aber natürlich auch in jeder Drogerie wie DM oder Rossmann, alles kein Problem. Und deswegen würde ich euch jetzt gerne erst einmal vorlesen, was da drauf steht. Also regelmäßige Babypflege, logisch Babypflege, unterstützt die gesunde Entwicklung der Babyhaut. Für die tägliche Pflege empfehlen wir die Penatenpflege Gesichts- und Körpercreme. Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, hinterlässt ein angenehm weiches Hautgefühl, Hautverträglichkeit dermatologisch getestet. Genau, zieht schnell ein und schützt zarte Babyhaut. Das ist das, was wir von dieser Creme uns erhoffen und erwarten. Jedenfalls ich möchte keine fettige Schicht auf meiner Haut haben, sondern ich möchte eine schnell einziehende Feuchtigkeit auf meinem Gesicht, die aber nicht so unbedingt so zu spüren ist. Sie soll schon einziehen. Ich möchte etwas fühlen und ich möchte etwas sehen, damit das so ein bisschen meine morgendlichen Fältchen glättet. Ist zu viel gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist alles so ein bisschen harmonischer aussieht. Das Lid hängt jetzt so ein bisschen runter. Kein Problem, man wird halt älter. Das wird die Creme nicht wegbekommen, aber ich hoffe, dass sie etwas für mein Gesicht tut. Den Körper, wenn ich den damit einschmiere, dann ist die Creme alle. Aber mein Gesicht darf damit in Berührung kommen. Also, da war natürlich unser kleiner Säugling schon ordentlich in Aktion, hat hier ordentlich schon seine Creme-Einheiten bekommen. Wir werden das jetzt auch bei mir testen. Und ich finde den Geruch sehr zart. Es hat diesen typischen Penatengeruch, aber nicht so aufdringlich. Ich fand das früher ein bisschen intensiver, keine Ahnung. Ich habe die ja für meine Kinder damals auch benutzt und ich fand die immer gut, vor allen Dingen gerade, es gab früher auch so eine Penaten Wind- und Wettercreme. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr wisst, wie die genau hieß und ihr das da damals auch benutzt hattet, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich jedenfalls erinnere mich noch so schwach daran und die fand ich sogar noch ein bisschen reichhaltiger. Die ist jetzt schon sehr verschmelzend oder sehr weich in der Konsistenz, würde ich sagen. So, aber doch nicht so, wie ich gerade den ersten Eindruck hatte. Sie klebt schon ganz schön intensiv auf meine Haut und jetzt würde ich gerne mal meine frisch gewaschenen Haare ein bisschen zurücknehmen. Und ja, das erste Gefühl hat mich nicht im Stich gelassen. Sie ist sehr reichhaltig und sehr fettig. Dann ist es wahrscheinlich die Wind- und Wettercreme. Die hieß wohl damals nur anders. Und macht leider jetzt genau das, was ich nicht möchte. Sie ist nämlich sehr, sehr reichhaltig auf meiner Haut. Und wenn ich jetzt ein Make-up drunter mache, dann könnte das sein, dass es verrutscht. Ich nehme jetzt nochmal so ein bisschen für mein Gesicht, für meinen Hals. Das ist auf jeden Fall auch immer vonnöten, in unserem Alter jedenfalls. Nicht immer, also man muss das natürlich nicht machen, aber ab und zu wäre es schon mal nicht schlecht, damit unsere Haut auch mit Feuchtigkeit versorgt bleibt. So, jetzt würde ich gerne, dass das schnell einzieht und genau das tut sie. Sie zieht an. Oh, komm, Haare. Oh, Mensch. Sie zieht an. Und das ist richtig, richtig gut. Sie klebt nicht. Sie hält ihr Versprechen. Sie wirkt auf meine Haut. Nein, alles gut. Alles zurück. Oh, sie verströmt diesen angenehmen Baby-Penaten-Geruch. Kennt ihr den? So, wenn ihr in ein Kinderzimmer, in ein Säuglingszimmer reinkommt und dann riecht das so nach Baby, gemischt mit Creme und so. Genauso riecht das jetzt. Ja, ich kann sagen, dass die Creme weg sein wird in ein paar Sekunden. Sie ist schön in meine Haut eingezogen, hinterlässt ein angenehmes, auch in meinen Lippen machen wir mal ein bisschen. Würde ich auch gerne wissen, wie wirkt das auf den Lippen. Viele haben ja auch trockene Lippen im Winter. Ich auch, aber nicht so extrem, ne? Also es ist auf jeden Fall gut zu ertragen auf meinem also ich kann die Haut, ich habe gerade wieder eine Nachricht bekommen, sie ist auf jeden Fall gut auf meinem auf meinen Lippen zu ertragen und ich wollte sagen, dass meine Lippen zwar trocken sind, aber nicht so schlimm, so darauf wollte ich hinaus. Ja, hier oben ist es schon weg, also ich muss tatsächlich so ein bisschen, ihr hört das vielleicht, hört man, ne? Boah. Also es ist ganz trocken eingezogen, hier noch nicht, da noch nicht ganz, aber hier
Ne? Also damit wollte ich nur sagen, mit diesem Kritsch, 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 da hört man, dass die Creme weg ist. Und es klebt noch ganz wenig hier an meinen Wangen. Da brauche ich wahrscheinlich nicht so viel Feuchtigkeit. Hier oben hat meine Haut mehr das Bedürfnis gehabt, einzuziehen. Auch an den Augen ist es relativ gut weg. Ein Moment, ich werde mich gleich um euch kümmern. Die Nachrichten, ist nicht so wichtig. So, der Hals ist auch noch feucht, also ne, so ein bisschen klebriger. Und jetzt zieht es auch hier ein. Auch die Wangen sind weg, gut eingezogen. Und dann würde ich doch gerne mal in meinen Spiegel gucken, um zu schauen, was das gemacht hat. Also da bin ich jetzt wirklich auch wirklich positiv überrascht. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich muss gestehen, ich habe mir solche Babyprodukte früher niemals auf meine eigene Haut gemacht. Niemals. Die waren teuer, kann man nicht anders sagen, solche Markensachen. Und früher hatten wir, und ist auch heute, also wir haben jetzt das Geld nicht hier im Säcken zu Hause lagern, dass man sich da sowas selber, ne, dass man, also wir haben da, also ich habe da irgendeine billige Creme benutzt, Nivea meistens, die war zwar auch ein bisschen teurer, aber ja nicht so wie die. Und die hielt auch länger, ne, aber es war dann so eine große Dose. Manchmal habe ich auch die günstigen, wie gesagt, genommen. So, nochmal mal gucken. Ja, mein Hängelied, was ich jetzt hier morgens leider immer öfter im Spiegel betrachten muss, ist leider nicht verschwunden, logisch. Aber, ich mache mal die Vergrößerung an. Ich finde trotzdem, dass sie etwas gemacht hat. Sie hat Feuchtigkeit gespendet. Das fühlt sich sehr, sehr frisch an und tatsächlich wieder sehr baby. Hier ist noch besser. Hier ist noch besser, weil hier habe ich noch so ein ganz leichtes hier an den Wangen. Klebriges Gefühl, aber nur ganz, ganz leicht. Hier ist auch schon gut weg. Sehr, sehr schön fühlt sich das an. Wirklich sehr, sehr weich, zart, gepflegt, durchfeuchtet. Aber nicht so, dass ich glaube, dass das Make-up wegrutschen wird. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Selbst hier an meiner Nase, die immer so ein bisschen trocken ist, wie ihr das vielleicht ja auch seht, weil ich bin Allergikerin und dann läuft mir der Saft doch, entschuldigt bitte, manchmal doch runter. Also auch so, hier fühlt sich das sehr weich an. Wir können noch mal so ein bisschen, ich habe noch so ein ganz kleines bisschen so ein trockenes Gefühl hier vorne an den Nasenflügeln. Da werde ich noch mal reingehen und mal gucken, das noch mal aufs Extreme bringen, ob das auch gleich weg ist, weil das Make-up natürlich auch gerade hier in diesem Bereich gerne nicht mehr so schön aussieht. Gerade bei mir, da ich Rosazie habe, würde ich gerne hier noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit reinbringen. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass man mit dieser Creme gut massieren kann, weil ihr genau die richtige Konsistenz habt, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, aber sie bleibt auch so lange noch auf der Haut bestehen, dass man so eine leichte Massage machen kann. Das ist überhaupt eine richtig gute Idee, wenn man eine Gesichtsmassage machen möchte, die Lymphe so ein bisschen abführen möchte oder ein bisschen entlasten möchte, ein bisschen Arbeit reinbringen möchte, dann kann man diese Creme wunderbar nutzen, weil du zugleich die Haut durchfeuchtest, sie gleich versorgst mit dem, was sie braucht, aber auch eine Massage, eine Gesichtsmassage durchführen kannst. Ne? Das haben wir früher auch immer gemacht in der Kosmetikschule. Oh, ich habe es gehasst, kann ich euch nur sagen. Also Massage ist nicht mein Ding. Ich muss meinen Mann auch immer massieren. Für mich also wirklich, wirklich sehr, sehr etwas Unangenehmes. Wir haben es ja auch in der Kosmetikschule früher richtig noch gelernt, also auch im Rücken und so. Das haben wir alles noch. Wir mussten noch Prüfungen machen davon. Wir mussten sie schriftlich machen und wurden auch praktisch geprüft. Ich sehe mich da noch in der Reihe stehen und die Lehrerinnen da neben uns. Und da mussten wir unsere Mitschülerin massieren. Hört auf, ja. Aber ich habe es nie gemocht, aber muss halt sein. Er gehört dazu. Und das ist weg. Seht ihr, hier ist jetzt alles weg, was ich hier eben, man kann das wunderbar als Massagecreme, was ich da wollte hinaus. Wir haben nämlich da extra immer eine Massagecreme gehabt oder Öl oder so und damit massiert. Das ist überhaupt nicht nötig. Das Dumme ist an Öl, dass es dann so wapschig und klebt und ölig ist. Das hast du hier nicht und brauchst auch nicht mehr nachpflegen. Du kannst einfach morgens so ein bisschen dir was Gutes tun oder auch abends und massieren. Wirklich sehr, sehr gut. Ist weg. Auch an meinen Nasenflügeln ist es weg. Es ist alles gut eingezogen. Hier bin ich, muss ich peelen. Bitte da nicht hingucken. Aber wirklich sehr, sehr schön alles geworden. Gefällt mir richtig gut. Also massieren und pflegen und eine gute Make-up-Grundlage schaffen. Ich würde jetzt trotzdem, das Einzige, wo es noch ein bisschen feucht ist oder nass oder klebrig, ist mein Hals.
Aber das ist auch nicht so schlimm, weil da rutscht uns das Make-up ja meistens nicht so sehr in die Fältchen. Jedenfalls bei mir ist das kein Problem. Deswegen, aber auch das wird weggehen, wenn wir hier so ein bisschen mehr massieren würden. Seht ihr auch jetzt, es wird schon auf jeden Fall besser. Ja, mein Lieben, also auch diese Creme ist eine richtig große Produktempfehlung. Also ich bin wirklich begeistert von diesen Babyprodukten. Ich glaube, dass die um ein Vielfaches besser sind als die meisten von den extra für die Ü50er Haut entwickelten Produkte, die wir teuer in der Drogerie oder in der Marke irgendwie kaufen müssen. Also, das ist überhaupt nicht nötig. Kauft euch solche Babygeschichten, wenn ihr da gut zurechtkommt, bitte immer vorher testen. Und dann sagt auch, ist noch so ein kleiner Tipp, bitte nicht, denkt nicht sofort, nee, das ist jetzt, darauf reagiert meine Haut in irgendeiner Art und Weise. Die Haut muss sich an ein neues Produkt immer erst einmal gewöhnen. Ihr werdet vielleicht eine Überreaktion bekommen, ihr werdet zu sehr fetten oder ihr werdet zu sehr trocken werden. Das kann alles sein. Es kann auch sein, dass ihr das Wundermittel eures Lebens sofort schon entdeckt und sagt, Mensch, boah, das ist jetzt was richtig Gutes. Es liegt einfach daran, dass wir unsere Haut überpflegen oder ihnen zu wenig geben oder die falschen Produkte aufbringen oder zu viel oder zu wenig machen, dass die Haut oft falsch reagiert oder so reagiert, wie wir es nicht haben wollen. Und ein neues Produkt braucht immer, ich sage das immer wieder, ungefähr 4 Wochen, 3, 4 Wochen, bis ihr wirklich merkt, Mensch, das ist jetzt wirklich die Live-Reaktion, das hat mir gut getan oder das hat mir nicht gut getan. Ein neues Produkt daran muss sich die Haut gewöhnen, da sind andere Zusatzstoffe drin, da sind andere Wirkmechanismen drin, die die Haut erst einmal mit der erstmal mit der mit denen die Haut erst einmal zurechtkommen muss. Also in diesem Sinne auch das eine richtig dicke, fette Produktempfehlung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich habe euch hier wieder etwas zeigen können, was ihr vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattet. Und wünsche euch noch einen schönen guten Tag und ganz viel Spaß weiterhin bei allem, was ihr heute noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.